Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Starfield. Jo, letzte Folge haben wir hier diesen Planeten erforscht ein bisschen, haben Geld eingetrieben, haben eine Arbeiterin gerettet und wieder zurückgebracht. Und jetzt wollen wir das Ding da mal erkunden, das sieht nämlich total interessant aus. Zuallererst aber vielen Dank an meine letzten 10 Subscriber, meine letzten 10 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich tierisch, dass ihr mit an Bord seid. Wenn du jetzt Bock hast, auch einfach abonnieren. Ist für dich kostenlos, hilft mir unendlich weiter. Vielen Dank schon mal. Bis dahin. So, da läuft einer. Was ist das für einer? Ist das ein guter? Man weiß es nicht. Nee, ist ein Ekleptik-Söldner. Genau, abonnieren, Freunde. Ich glaube, den Schiff habe ich geklaut. Und hier war noch ein Schiff. Noch mehr. Das musste sein. Okay, ich würde sagen, die haben wir mitgenommen. Dann looten wir die mal leer. Eine schöne Schrotflinte wieder. Achso, ja, scheiße, jetzt hätte ich ja mal ausprobieren können, was meine Waffen so können. Aber es ist noch nicht zu spät. Okay. Zwei Schuss, die machen Aua. Und einer rennt hier noch rum. Da probieren wir das Ding mal aus. Wo rennt hier noch einer rum? Es ist vorbei. Hä? Warum rennt die mir denn jetzt noch hinterher? Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Die nehmen wir alle auseinander hier. Dann wird wohl da oben noch einer drin sein. Okay. Schauen wir uns mal in Ruhe um. Da ist für ein Raumschiff noch gelandet, ein anderes. Das ist jetzt aber leider weg. Das ist leider weg. Caseless, also höhlenlos. Was ist das? Sagen, ich habe eine gute Auswahl an Waffen. Warum rennt die Alte mir noch hinterher? Ich bin verwirrt. Schauen uns hier in Ruhe um. Ich sehe ein bisschen aus wie Dolph Lundgren. Precious cargo, our lives in your hands. Turmschlüssel. Hier liegen Tischtennisbälle rum, Pingpongbälle. Experte. Gesundheit. Der ist schon mal nicht. Jupp, ne.
Das passt auch nicht. Das passt. Haben wir einen einzelnen noch? Sehr gut. Nicht schlecht. Gucken wir uns den Turm in Ruhe weiter an. Bin gespannt, ob wir hier noch was finden. Breathe, atme. Wofür brauchen wir den Turmschlüssel? Sniper habe ich gar nicht, doch habe ich wohl. Oh. Ist das Slate? Ne. Da liegt noch was. Tablettenfläschchen. Was kann der Turm? Ich weiß es nicht. Noch ein Schlüssel. Chance Cola. Wofür sind die Turmschlüssel? Noch irgendeine Bedeutung haben. Können sie auf jeden Fall nirgendwo reinstecken. Ich freue mich ja, dass du jetzt bei uns irgendwie mitläufst, ne? Aber ich möchte dich jetzt nicht immer an der Backe haben hier. Hey. Hallo. Okay. Hallo. Komisch. Ich muss doch einen Grund haben. Ich habe eine Nachricht von 1 und 1. So, 1 und 1 sagt mir angeblich funktioniert bei meinem Anschluss alles. Ich sage 1 und 1, nein, das stimmt nicht. Aber naja, was soll ich tun? Dann müssen wir einen Anbieter wechseln. Aber hier kann ich auch nichts tun. Wofür sind die Turmsteuerungen? Da war vorhin noch ein Raumschiff. Dann lass uns da noch einmal hingehen und dann machen wir uns zum Acker.
Himmel sieht schon geil aus. Kannst du mir sagen, was du willst? Dann schauen wir uns das jetzt noch an. Epileptik. Aber der perfekte Weg, das Ding hier auszuprobieren. Geil. Das ist ein Geschützturm. Roboter. Du bist erledigt! Granate! Ich hab was für dich! Ha! Du bist lächerlich! Die Waffe knallt, Alter. Ich Junge. Oh, er hat gut geworfen, Alter. Er hat mich richtig getroffen. Da waren Sachen drin. Ich will meine Waffe wechseln. Ich bin da oben wegballern kann. Also, die schießt nur bedingt gut, hä? Huh? Oh. Du kannst nicht. Juhu! Wo bist du hin? Gute Reise! Alter. Der geht erstmal fliegen. Dem haben wir eine Rakete gemacht. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Schon wieder mit zu viel Items rum. Du hast mir keine Wahl gelassen. Tut mir leid. Schieß ja nicht auf meine Leute, mein Freund. Ich guck mir erstmal das Ding hier an. Das öffnen.
man kann. Aber hier gibt's nichts. Ja, sowas ist es tatsächlich auch nicht. Eine große Anlage, ne? Zum Erforschen. Sagen wir, fangen wir hiermit an. Fangen wir mal hiermit an. Aber wenn man es erkältet, wir haben eine Lungenentzündung wahrscheinlich, ne? Lungenschaden stabil. Naja, der Anzug schützt halt nicht vor Kälte. Ich habe aber auch keinen anderen Anzug. Doch Thermal, der ist besser. Oh, der sieht sogar gut aus. Der gefällt mir. Den finde ich nicht schöner. Auch wenn der Ballistikschutz hat. Gefällt mir nicht. Haben wir irgendwas, was gegen eine Lungenentzündung hilft? Ist das eine Infektion? Nee, ne? Tja, schlecht gelaufen. Kurz. So. Hier war noch einer, hier hat gerade einer geschossen, ich weiß noch nicht, wo da. Was war das für ein Geräusch? Ich brauche Deckung! Granatenstark! Zum Glück ist das vorbei. Geschafft! Kannst du dich mal aus meinem Sichtfeld verpissen, oder was? Junge, 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 ey. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Jetzt hab ich zwei so eine Hühner dabei, ehrlich, ey. Ist das ein Digipick? Nee, so. Wiederladen, Pistole. Komme ich von hier aus an meinen Frachtraum? Ne, leider nicht. Wäre zu einfach gewesen, ne? Das sehe ich mir an. Was siehst du dir an? Das heißt, hier sind noch Gegner, aber... Ich finde es schön, wenn ihr einfach mal aufhört.
Prototyp aus Ostern. Klingt eigentlich interessant. Gummikäfer. Habe ich Bock auf Gummibärchen. Ich habe immer Bock. Der war einfach noch eingefahren. Der hätte angegriffen, sobald ihn jemand aktiviert hätte. Komm her, Junge! Jetzt mal ehrlich! Bist du doof? Das Ding endlich ein Zielfernrohr hab, ne? Was zum? Ha! Ich mit mir, mein Freund. Gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Wir gehen hier zuerst rein. Ey! Amazon, können Sie bitte die Tür aufmachen? Nein, kann ich nicht. Vorher. Ehrlich. Klingel da, wo du hin musst, aber nicht bei mir. Ich hasse sowas, ne? So, sind das eigentlich zwei verschiedene Waffen hier? Ja, die eine schallgedämpft. Das sieht auf jeden Fall irre aus hier. Ich muss diesen Moment. Auf dem Computer kann man einfach nichts machen. Dichtmittel. Auf das wir dichter werden. Hier gibt's echt nur Scheiße. Halt mir das mal fest. Die nehme ich mit. Bium, bium, bium. Da hinten hängt ein Raumanzug. Na, den haben wir mal weggesprengt, ja? Experte, Munitionstasche Experte. Das soll mir was werden. Haben wir so einen? Didim. Didim ist immer gut. Ne, Didim ist nicht gut.
Wie kann ich einstellen, dass ich keine Nachrichten mehr davon kriege? Das ist doch einfach. Ah. Abbrechen. So. Ich krieg nämlich immer Nachrichten von TikTok. TikTok. Das passt nicht. Das passt. Sehr gut. Und die passen nicht. Die passt nicht. So, und dann können wir den nehmen und da reinsetzen, ne? Sehr gut. Das für ein bisschen Munition, Alter. So viel Arbeit. Eine Pflaume. Lecker. Schön eine Pfläumchen mitnehmen, du. So, dann haben wir da Truthahn. Oh. Geodenstruktur, die sah schön aus. Antiperson, modifiziert Drumbeat. Okay, wir haben gespeichert. Ich glaube, wir waren aber noch mehr Gegner. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Nö, ich bin nicht überladen. Ich laufe nur gemütlich, um auch nichts auszulassen. Das ist doch ein gemütliches Fleckchen für eine schöne Tasse Tee, bevor es zurück in den Kampf geht. Dann hol du dir mal einen Tee. Es ist vorbei. Du gehörst mir. Nein, falscher Knopf. Was zur Hölle war das? Werfe Granate! Junge, du hast die gegen uns geschmissen. Oh, ehrlich, ich sollte dir die Dinger wieder abnehmen. Ist da ein Gegner? Tatsächlich. Die haben aber Power, oder? Hände runter, Waffen hoch. Oh shit. Kannst du aufhören, Granaten zu schmeißen? Du gehst mir auf die Nüsse. Ich versuch's. Du hast mir keine Wahl gelassen. Oh, ich verblute gerade. Aufdringlich, ehrlich. You can do it. You can do it, put your ass onto it. Nimm keinen Schrott mit. Tja. Zerlegen Tanto. Ist das eine Ekliptik-Festung? Also so ein Lager von denen oder was? Daily Diagnostics. Denk dran, ich lese nicht immer alles, ne? Ich lese mir das durch, wenn ich
wenn ich die Sachen anschaue und anprobiere, ob die was Gutes haben oder nicht. Ich nehme es einfach mit. So ist es leider. Es sind übrigens nur noch 9 Abos gerade. 9 fucking Abos von den 500, von den ersten 500 entfernt. Ist es geil oder ist es geil? Ich find's geil. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Kaffee. You can do it, ja. Haben wir gesehen. You can do it, put your ass onto it. Hallo. Das ist jetzt so ein Ding, wo man durchlohren kann. Der war schon so auf. Der ist Experte. Da müssen wir uns leider durchmummeln. So, haben wir noch so einen angewinkelten? Ja, das passt. Sehr gut. Das passt nicht. Aber das passt. Alles. Oha. Da gucke ich aber jetzt direkt mal nach. Also im Vergleich, warte mal, können wir doch so machen, ne? Also von der Rüstung her ja viel schlechter, aber Schaden von menschlichen Gegnern 15% weniger und korrosionsresistent ist das Ding. Und es ist leicht. Ich nehme das. Einfach so. Junge, habt ihr gesehen? Oh. Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Also. Wie komme ich da wohl ran? Da muss ich wohl ein Schloss knacken, hm? Oh, das war ja schwer. Doppelt gemoppelt. Hier gab es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Hä? Halt, stopp. Aha. Und haben wir dann noch den passenden dafür? Ne, haben wir nicht. Das ist natürlich gut. Können wir uns das schon sparen. Da haben wir keinen passenden für. Also hiermit. Und dann bräuchten wir noch so ein Knickebein. Das wäre es. Du. Sehr gut. Oh, noch ein Digi-Dietrich, gratis. Dankeschön. Ist das hier ein riesiger Digi-Dietrich? Ja, damit. Was haben wir hier? Hier haben sie geschlafen. Aha. Erhöht dauerhaft zusätzlichen Schaden um 5%. Okay, das war's. Dann, Mädels, sind wir hier fertig. Lasst uns abdüsen. So, hier waren wir, genau. Dann möchte ich einmal da oben auf den Turm und dann müssen wir nach rechts gucken. Dann haben wir ja eigentlich alles erforscht. Weil hier müsste eigentlich auch einer drauf gestorben sein. Eigentlich. Aha.
Was haben wir denn da? Keine Geschütze mehr. Roboter, gibt's noch welche? Auch keine mehr. Haben wir alles platt gemacht. Schade. Noch ein Safe. Lehrling. So. Fühle ich mich ja glatt unterfordert jetzt hier. Budika. Okay. Wo sind denn diese Trauma-Packs eigentlich? Weißt du das einer gerade auswendig? Ich meine, du könntest mir jetzt eh nichts sagen, aber ich guck jetzt mal eben nach. Hilfe? Trauma-Pack. Trauma-Pack. Generiert 5 Sekunden lang Gesundheit. Okay. 4G Pizza, die hau ich mir rein. Okay, also da waren wir überall. Und da waren wir noch nicht überall. Ja, wo war das jetzt? Ja, von da sind wir gekommen. Da müssen wir nochmal gucken, da war vielleicht noch was. Genau, hier. Das sieht doch gut aus. Synthetisches Trüthähnchen. AA. Einfach nur AA? Was ist das denn? Warst du gerade umgekleidet? Das funktioniert so nicht. Da kriegt man hier draußen keinen Sauerstoff, wenn man so rumrennt. Das finde ich merkwürdig, wie du das machst. Oh, das nehme ich aber hier. Das sieht lecker aus. Gib mir das Sandwich, Junge. Ich wollte gerade sagen, schieß jetzt hier nicht mein Sandwich weg. So, noch extra Käse, Junge. Extra Käse. Oh. Schick. Okay. Damit haben wir... Alter, wie geil sieht das denn aus? Hä? Von wo kommt denn das Licht? Müsste man doch jetzt schon so langsam die Sonne sehen. Aber ja, sieht nice aus. Definitiv. So, wo ist mein Raumschiff? Oh Gott, das ist ja überhaupt nicht weit, hä? Ein Lagerhaus? Da sind Sachen drin? Sage ich, glaube, wir müssen mal langsam anfangen, so Basen zu bauen. Da weiß man auch, was man sich angucken kann. Ich habe noch irgendeinen Schaden bekommen. Warte mal. Was habe ich denn da noch jetzt? Anzugschutz aufgebraucht. Extreme solare Strahlung. Okay. Aber wir sollten wirklich langsam gucken, dass wir zum Raumschiff zurückkommen. Solare Strahlung. Dann gefällt es mir gerade gar nicht. Warte mal. Hey, ich kann ja fuddeln hier auf dem Planeten. Ich verbrauche Sauerstoff, wenn ich mich bewege.
Das funktioniert doch so nicht. Hallo. Das ist so weit weg. Könnte ihr jetzt ja auch Sachen geben, ne? Aber ganz ehrlich, das möchte ich gar nicht. So, wir sehen uns, wenn ich auf dem Schiff bin. Bis gleich. Kurzer Zwischenruf. Stand gerade Prognose verbessert, Lungenschaden. Keine Ahnung. Bin verwirrt. Also irgendwie steuern wir hier gerade auf so eine Basis zu. Da steht auch jemand, glaube ich. Ist das wieder ein Gegner? Das ist ein Gegner, ne? Das war ein Gegner, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Verlassene Mine. Piratenbrigant, siehst du? Schützturm. Schluss mit Verstecken. Viel Spaß damit. Achtung. Geschafft. In Sicherheit. Was zur Hölle war das? Jetzt bist du dran. Wen schießt du denn? Hier. Wir werden angegriffen. Schnappen wir sie. Da ist noch einer. Ich hab's hier. Gib mir Deckung. Granate. Das musste sein. Tja. Wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Da war ja gar nichts drin. Da bi-bu-di, bi-di-bi-du-bi, bi-di-bi-di, bi-bi-di-bu-di. So. Adaptiver Rahmen. Dafür verbrauche ich einen Diggi. Ehrlich. Fällt dir nichts mehr zu ein. Ah ja. Warte mal, wo habe ich dich denn hier weggesprengt gerade? Aha. Das war ein Miner. Ist irgendwo noch einer rumfliegen? Okay. Wo
ungeplant, aber okay. Dafür, dass ich eigentlich hier der Gute bin. Kein Signal mehr. Die Geschütze hätten wir vorher umsteuern können. Dann hätten die für uns gearbeitet. Tschö. Alles mit, Freunde. Ich nehme alles mit. Da oben liegt da noch einer drauf. Also alles, was ich sehe. Ne? Ich will natürlich nicht sagen, dass ich mal nicht was übersehe. Das passiert auch mir. Okay, da kann man leider nicht rein. Da kann man wohl. Ein bisschen was von Fallout hier gerade, hä? Huh? Die Vault geöffnet. Dann gehen wir mal gucken. Okay. Hier geht's runter. Na, dann werde ich dir aber jetzt definitiv was in die Hand drücken. Auf dem Mars. Ich nehme dir gern etwas Last an. Damit wir mal ein bisschen laufen können. Aha. Ich glaube, es reicht, wenn du mir die ganzen Waffen abnimmst, die ich dabei habe. Warte mal. Mehr kannst du nicht tragen? Das ist aber traurig. Okay. Ich will auch alle Waffen wiedergeben. Silent Assassination. Was wir aber machen können, guck mal, hier waren doch Truhen. Ne? Sind jetzt mal ein bisschen smart. Und wir packen jetzt einfach hier den ganzen Scheiß rein, den wir nicht mitnehmen wollen. Verstärkung halte im Schleichmodus still, um deine Umgebung zu verschmelzen. Wie geil ist das denn? Physische Resistenz plus 100. The fuck? Kann ich jetzt? Immer noch nicht. Oh mein, jetzt geht ordentlich was weg.
So, speichern. Und jetzt mache ich für euch hier einen Cut, denn wir sind schon sehr weit. Wir schauen noch mal schnell, wer sind die letzten neuen Subscriber? Werden die gerade richtig angezeigt? Bin mir nicht sicher. User 001, Olaf B. War noch vorhin andere, oder? Thomas Trapp vielleicht? Ich weiß nicht, wer der letzte ist. Es tut mir leid. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt, ne, lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mekko. Haltet die Ohren steif. 500, wir kommen. Ciao.